Hallo! Wer das Wort Distanzharmonik noch nie gehört hat, kann es sich vielleicht trotzdem schon erschließen, um was es da geht. Wir lösen uns jetzt von dem Quintenzirkel, der uns in der Barockzeit und Romantik ja die Orientierung gegeben hat, und schauen nach der Distanz zu einem Grundton. Wenn wir zum Beispiel ein D haben und mit D-Dur enden wollen, dann beginnen wir mit B-Dur, C-Dur, D-Dur. Das heißt, wir verringern die Distanz zu unserem Schlussakkord von unten in Ganztonschritten. Wir verwenden erstmal nur Dur-Harmonien, das ist deutlich stärker in diesem Stil. Das hat eine Schlusswirkung. Wenn ich von weiter unten komme, kann ich sogar mit dem Tritonus über dem Basston anfangen. Wenn ich von oben komme, empfehle ich als letzten Schritt einen Halbton zu nehmen. Deswegen zum Beispiel C, S, D. Wenn ich den Ganzton nehme, ist die Schlusswirkung nicht so groß. Das sind diese alten phrygischen Gesetze, die durch die Leittonbindung hier eine schöne Schlusswirkung erzeugen. Auch da kann ich schon vom Tritonus über dem Basston von oben runterkommen und mal Halbtöne, mal Ganztöne nehmen oder auch nur Halbtöne. Merken muss man sich also nur den letzten Schritt. Von unten ein Ganzton, von oben ein Halbton. Daraus wollen wir jetzt Intonationen bilden. 379 im EG, 429 im Gotteslob. Gott wohnt in einem Lichte. Wir kombinieren jetzt einstimmige Linien mit distanzharmonisch geprägten Kadenzen. Und die einstimmigen Linien können wir natürlich ganz schlicht bilden. Aber für eine Intonation ist es vielleicht interessanter, wenn wir das im halben Tempo machen, im doppelten Tempo, die halben Notenwerte und vielleicht auch eine Binnenwiederholung einbringen. Und jetzt kommen also unter dem C, Des-Dur, B-Dur, C-Dur. Und die kann ich repetieren, rhythmisch gestalten, auch wechseln. Nächste Zeile. Da habe ich es jetzt mal unisono gespielt. Leichter ist natürlich mit einer Hand. Erstmal. Und die letzte Zeile vom Choral. Also eine Kombination auch von oben und von unten, so dass es auch nicht jedes Mal das gleiche Muster ist. Ich habe diesen Choral ausgewählt, weil man so schön drei verschiedene Kadenzen ansteuern kann. Die erste Zeile endet auf C, die zweite auf A und die letzte auf D. Wenn man mehrfach die gleiche hat, verpufft die Wirkung ein bisschen, denn diese Schlusswirkung ist stark, aber beim zweiten Mal ist es nichts Besonderes mehr. Deswegen kann man auch Zeilen abbrechen und zu einem anderen Ton führen, so dass man wirklich zwei, drei oder vier verschiedene kleine Einheiten hat. Mehr sollte man sowieso nicht machen, dann müsste man das jetzt wieder mischen mit anderen Möglichkeiten. Wir nehmen ein anderes Lied, es ist das Heil uns kommen her, 342 bzw. 334. Und legen die Solostimme mal in das Pedal. Dann haben wir hier auch wieder mit kleiner Verzierung den Cantus firmus angedeutet, sind dann auf G und drüber B-Dur, As-Dur, G-Dur. Und jetzt ist es egal, ob ich das in Quartsextstellung nehme oder Grundstellung, was wollte ich, B-Dur, As-Dur, G oder wie jetzt auf meinem Skript in Sechstakkordstellung. Das kann ich machen. Ich kann es auch mit schönen Oktavparallelen bringen, fünfstimmig,
sechsstimmig, siebenstimmig, spielt alles keine Rolle. Ich spiele es mal am Stück. Wir können diese kleine Intonation auch etwas größer machen, indem wir das Pedalsolo ausweiten. Also den Cantus Firmus spielen, leicht figuriert, und dann weiterführen. Drüber gepackt, einmal tief, einmal oben in Sechstakkordparallelen und am Ende wieder den distanzharmonisch geprägten tiefen siebten Stufenakkord als Schluss genommen. So können wir das alles aufbauschen. Ich spiele vielleicht noch einmal 379, mein erstes Beispiel, ein bisschen interessanter, auch wieder unisono statt einstimmig und etwas mehr rhythmisch geprägt. Wenn wir mal von unten im Halbton waren, können wir ja auch noch in die andere Richtung gehen, um das zu bekräftigen. Das war jetzt gar nicht Absicht, aber man kann da immer irgendwas draus machen. Und ein letzter Aspekt zu dieser Distanzharmonik. Ich kann die auch dadurch bilden, dass ich in den beiden Händen entgegengesetzte Akkorde verwende. Nehmen wir mal Christe du Lamm Gottes, 190,2 im EG, 208 im Gotteslob. Den Cantus Firmus spiele ich mal mit parallel geführten Dur-Quart-Sechst-Akkorden. Also Des-Dur, Es-Dur, F-Dur. In der linken Hand nehme ich jetzt eine Umkehrung, also spiegelsymmetrisch gerade umgekehrt, und nehme das mal mit Dur-Sechst-Akkorden. Zusammenführe, klingt es dann so. Das wird natürlich schon sehr dissonant. Ich kann den Hörer darauf vorbereiten und spiele mal eine Intonation, in dem dieses der Abschluss ist, der Hörer aber die Akkorde vorher schon erkennt. Mit Des-Dur und F-Dur dahingehend auflösen, dass ich das Des rausnehme und jetzt habe ich nur noch F-Moll gegen F-Dur und da hört man sich ein. Was habe ich gemacht? Ich habe den Anfang auch rhythmisiert, jetzt in 12-8 gespielt, so ein bisschen verschoben und von dem Ton, der ein Tritonus zum Sopranton entfernt ist, spiele ich jetzt die Fortsetzung mit ganz gut dazu passen. Da kann man ausprobieren und die Bs sind im Zweifelsfall immer sehr gut geeignet. Dann habe ich die linke Hand alleine gespielt. Da hört man jetzt keinen Cantus Firmus, man hört vielleicht die Umkehrung, man hört aber in jedem Fall nochmal das gleiche rhythmische Motiv.
als Abschluss. Das, was der Hörer einzeln schon kennengelernt hat, jetzt zusammengesetzt. Die Distanzharmonik ist also jetzt kein alleinselig machendes Heilmittel zum Improvisieren. Es ist ein Element, mit dem man vor allem dann Schlusswirkungen erzeugen kann. Und schöne Effekte? Ich empfehle erstmal viel auszuprobieren. Experimentieren, das, was man auch gut greifen kann, was gut klingt. Und dann zu versuchen, Intonationsformen daraus zu bilden, damit auch die Gemeinde etwas davon hat. Dazu wünsche ich viel Spaß und Erfolg.